Jo, mal Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem kleinen Black Ops 1 Hardcore Suchen und Zerstören Gameplay meines Erachtens des Spiels auf Fine Range. Dabei ist die G11. Und ja, das Gameplay ist tatsächlich wieder ein paar Wöchelchen alt und ja, ist auch gar nicht so lang, 3 Minuten oder 4 Minuten. Und ja, ihr habt ja schon gemerkt, dass jetzt gerade in den letzten Tagen, außer meinem Call of Duty Video, eigentlich kaum was hochgekommen ist. Ja, das lag einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich, ja, ehrlich gesagt, relativ wenig Lust hatte, da was zu machen. Und auch ein bisschen Stress wegen Schule hatte. Auf zwei Klausuren gelernt und sowas. Und daher ist da nicht wirklich was gekommen. Und ja, ich denke mal, das wird die kommenden Wochen wieder ein bisschen besser. Ich bin auch dabei, eine kleine Dota 2 Montage zu schneiden, zu bearbeiten. Die wird dann eventuell auch in vielleicht in einer Woche, vielleicht auch in 2 Wochen erst hochkommen, weil mir fehlen noch ein paar kleinere Sachen. Und ja, ne, dass ihr da auch mal ein bisschen Bescheid wisst. Und ja, kommen wir mal ein bisschen zum Gameplay. G11 hier gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, das Gameplay ist auch schon ein bisschen wieder her. Allerdings in, ja, maximalen Level und sowas. Also das heißt, ja, habe ich schon so gesehen Multiplayer beendet, in Anführungszeichen. Und ja, das war ein cooler Turn-on hier. Muss man sagen, habe ich gegen Jocke gespielt, sehe ich gerade unten. Und habe ich ihn richtig gegeben. Ich glaube, ich habe hier wenig auf Sound gespielt. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Wie gesagt, das Gameplay ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall war da ein geiler Turn-on drin. Muss man sagen. Und ja, hier ein bisschen gecampt. Es ist ein bisschen komisch. Ich sehe es gerade so im Nachhinein, dass die G11 teilweise so ein bisschen die Schüsse ein bisschen laggen. Ich weiß nicht, liegt es in der Aufnahme, liegt es am Game? Ich weiß nicht. Black Ops 1 ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, wenn man das so mal sagen möchte. Und ja, hier Easy Wallbangs. Und ja, wie gesagt, die Runde war eigentlich relativ cool. Die habe ich erst zu so spät realisiert. Ich dachte, der ist da drin gewesen im Gebäude. Aber der war dann tatsächlich an der Treppe und hat da ein bisschen gechillt. Und ja, ne, ihr merkt schon, ich habe nicht wirklich ein Thema vorbereitet, weil ich das hier schon am Samstag aufnehme, eigentlich noch was am Wochenende vorhab. Und ja, meine Gedanken ein bisschen woanders rumschweifen. Und ja, ne? So ist ihm halt, so ist ihm halt. Auf jeden Fall, Jocke ist hier rausgeflogen. Ist wahrscheinlich aufgeregt ein bisschen über mich. Ja, ne? Da hat er mir richtig gegeben. Haben aber so auch zu spät irgendwie realisiert, dass er gejumpt ist. War nicht so cool. Aber ja, shit happens. Ich wollte auch mal ein zweites Mal sterben, so dass die Quote jetzt nicht ganz so hart ist, ne? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Und ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze mit Fallout 4 mache und sowas. Da habe ich noch keine Ahnung. Aber ja. Ne? Das Gameplay ist zu Ende, Jungs. Ein schönes 6 zu 2 und ja, Servus rein. Bis nächstes Mal hoffentlich.